wenn du 40 bist, über 40, dann ist ja eigentlich auch wurscht, was du isst. Das Beste ist ja eh schon vorbei. Ja klar, kann man essen, was man will. Hilft eh nicht mehr viel, also rein damit. Das ist genau die Einstellung, die zu was führt. Die führt dazu, dass viele Menschen ab dem 40. Lebensjahr Probleme bekommen, und zwar langfristige gesundheitliche Probleme. Es führt dazu, dass die Leistungsfähigkeit sinkt und natürlich auch das Spiegelbild nicht so begeistert ist, sagen wir mal so. Gerade wenn man über 40 ist, wenn man so in die nächsten 50% der Lebensabschnitte geht, ab 40 aufwärts, da würde ich ganz klar sagen, dass die Ernährung noch wichtiger ist. Viel wichtiger. Warum? Ganz einfach, ihr kennt das alle. Alle, die jetzt gerade zuschauen, über 40 sind, die kennen das ja irgendwie. Früher mit 20, boah, da konnte ich viel mehr essen. Da habe ich das nicht gesehen. Da konnte ich auch am Wochenende mal ein durchballern, mal ein reinlöten. Montags war da nicht viel davon zu sehen. So, dann ab 40 aufwärts geht's los. Man geht in Urlaub. Ups, 5 Kilo mehr in 2 Wochen. Man macht übers Wochenende mal Party. Ups, 1,5 Kilo, 2 Kilo mehr montags. Ja, und dann summiert sich das nach oben. Und keiner weiß so richtig, warum. Das liegt einmal daran, weil die Kalorie für den Over 40 und die über 40-Jährige natürlich viel mehr wert wird. Warum wird die mehr wert? Weil der Körper natürlich etwas energiesparender arbeitet. Die ganze Hormonkonstellation nicht mehr die ist wie mit 20. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Das vergessen die meisten. Ein kleines Beispiel. Ich habe vor Jahren eine Diskussion gehabt mit einem jungen Mann, der mich bei YouTube beschimpft hat. Da meinte, soll der Blödsinn, Schwachsinn, ist egal, woher die Kalorien kommen, Hauptsache die Kalorien passen. Neudeutsch, if it fits your macros. Ja, boah, dieses Scheißding, if it fits your macros. Können wir auch mal ein extra Video machen. Machen wir ein extra Video, weil das ist echt eine interessante Thematik. Und da ging es tatsächlich darum, also jetzt haltet euch fest, ja. Also wenn auf einer Tüte Gummibärchen die gleichen Nährwerte draufstehen, wie auf einem Päckchen Naturreis, dann hat es die gleiche Auswirkung. Sorry, sowas ist ein absolutes No-Go. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass eben das nicht so ist, dass eine ganz andere Auswirkung hat. Jetzt muss ich dazu erklären, bei dem dortmalig 20-Jährigen, warum hat es da funktioniert? Warum konnte der Gummibärchen essen? Ja klar, weil er nicht einen Stoffwechsel noch gehabt hat wie eine Kuh. Das heißt, da ist der Stoffwechsel noch gerannt, der Körper hat wahnsinnig viel verarbeitet und was hat ein 20-Jähriger für ein Freizeitverhalten und ein über 40-Jähriger, der eine Familie hat, der einen harten Beruf hat, der jeden Tag seinen Mann stehen muss, jeden Tag gucken muss, der seine Aufträge reinkriegt, jeden Tag hier stramm stehen muss, abliefern muss. Was ist der Unterschied? Genau. Der Unterschied ist der, dass der 20-Jährige sich die Nächte um die Ohren schlagt, dass der 20-Jährige 5-6 Mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen kann, dazu noch andere Sportarten macht, Mountainbike fahren geht, Purzelbäume schlägt, was weiß ich was alles. Das macht der über 40-Jährige nicht mehr, weil er erstens mal die Zeit nicht dazu hat, weil er maximal 2-3 Mal in den Sport kann in der Woche. Ja, weil er Familie hat, weil er Verantwortung hat. Und somit kann man das überhaupt nicht vergleichen. Und deswegen ist natürlich gerade, wenn man schon etwas älter ist, die gesunde Ernährung, das Ernährungsverhalten noch von viel höherer Gewichtigkeit wie in jungen Jahren. Weil unser Körper eben nimmer so viel verzeiht. Weil unser Körper natürlich eben, was die Kalorien anbetrifft, etwas weniger verarbeitet, weil eben auch die Hormonsekretion bei den meisten Menschen über 40 eine ganz andere ist, wie in jungen Jahren. Und deswegen, ihr Lieben da draußen, wenn ihr die 40 schon überschritten habt, dann ist für euch das Thema Ernährung besonders wichtig. Warum? Wann bekommen denn die meisten Menschen natürlich auch Probleme mit der Gesundheit? Das ist zwischen 40., 45. und 50. Lebensjahr. Da treten die meisten Problemchen auf, wie zum Beispiel Anfänge von der Diabetes, schlechte Blutwerte, Übergewicht. Und zwar nicht nur wenig,
Zwischenzeitlich sind wir, glaube ich, weltweit ziemlich weit vorne in Deutschland, was das Übergewicht anbetrifft. Zwischenzeitlich wächst die Zahl der ernährungsbedingten Krankheiten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt massiv an. Und deswegen ist, und das betrifft meistens schon mal die plus 40-Jährigen. Und deswegen, es macht Sinn, wenn ihr jetzt 40 werdet oder in den 40er seid oder auf die 50 zugeht, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen über eine gesunde Ernährungsweise, über eine langfristige gesunde Ernährungsweise. Schau mal, viele haben die Einstellung und sagen, naja, mit 40, jetzt muss ich auch nicht mehr anfangen. Alter, was ist das für eine Einstellung? Gerade jetzt wird es wichtig. Der Mensch könnte über 100 Jahre alt werden. Könnte. Es gibt Menschen, die werden auch 100 Jahre alt, aber die wenigsten werden so alt. Warum? Weil man in der Regel nicht in seine gesunde Zukunft investiert. Und das höchste Investment, was man betreiben kann, ist nicht die Bewegung. Bevor ihr jetzt wieder anfangt zu schimpfen, ja, es ist gut, wenn man sich bewegt. Ja, es ist gut, wenn man Sport betreibt. Ja, aber es gibt einen viel größeren Hebel. Und der große Hebel ist die Ernährung. Warum ist dieser Hebel so groß? Aus einem ganz einfachen Grund. Eine super geile Formel gibt es da. Regelmäßige Zuschauer kennen diese Formel. Ich frage jetzt den Mann hinter der Kamera, kennst du die Formel 21VS3? Er kennt sie. Wisst ihr auch, warum er sie kennt? Weil er sie schon 28.000 Mal von mir gehört hat. Weil die Formel in jeder Veranstaltung, wo ich bin als Speaker, in jeder Veranstaltung, wo ich als Fitnessanimateur bin, in jedem Bootcamp, wo ich veranstalte, kommt diese Formel mindestens pro Tag 3 bis 4 Mal dran. Warum? Weil sie sehr aussagekräftig ist. Ganz einfach. 21VS.3, also versus 3. Was steckt dahinter? Ihr seid schlau, ihr wisst, aha, die 21 ist ja von der Potenz schon mal mächtiger, weil es ja viel mehr ist wie die 3. Da habt ihr recht. Aber was steckt hinter der 21? Wie viele Tage hat die Woche, Schlauberger? 7. Ha! Der Mann ist schnell. Und wie viel Mal sollte man pro Tag essen? Wie viel Mal? Wenn's, wie viel? 3. Es gibt verschiedene Szenarien, man essen kann. Es gibt auch nur 2 in einmal. Könnt ihr alles machen. Ich habe die Erfahrung gemacht in 30 Jahren Beratung, dass die 3er-Variante die beste Variante ist und höchsten Erfolgsaussichten. Also 3 Mal essen am Tag. Somit 7 mal 3. Richtig. 21 Mal pro Woche könnt ihr mit der richtigen Art von Kalorien, also Art, das heißt, was er da isst. Es kann Fastfood sein, ist keine gute Art, es kann natürlich sein, ist eine gute Art. Und auch noch die richtige Menge. Könnt ihr in eure Körper investieren, in euch selbst, in das beste Pferd im Stall bei euch zu Hause, könnt ihr investieren. Und die 3, für was steht die 3? Die 3 steht für was? Der Durchschnittsbürger über 40 Jahre mit einem guten Job, mit einer Family, mit 1,6 Kindern in Deutschland, der hat maximal, beziehungsweise nimmt sich, kann sich ja oftmals maximal nur 3 Mal pro Woche die Zeit nehmen, 60 Minuten Sport zu betreiben. Warum? Weil er Kinder hat, weil er einen Job hat, weil er einen Anfahrtsweg hat, weil er eine Familie hat, weil er eine Wohnung hat. Deswegen 3 Mal pro Woche schafft er es. So, und jetzt Achtung, die 21, hallo, ist wesentlich höher von der Potenz wie die 3. 3 Mal Sport in der Woche, je nachdem wie groß, wie klein, wie breit, wie muskulös, wie alt, wie jung, derjenige ist, verbraucht man ungefähr 400 Kalorien in der Sportstunde. Mal 3 sind sensationelle 1200 Kalorien verbraucht durch Sport. Was ein Ergebnis. Haha. Liebe Italiener, seid mir bitte nicht böse, aber die Pizza ist einfach ein gutes Beispiel. Mamma mia! Bitte nicht böse sein, liebe Italiener. Die Pizza ist einfach ein gutes Beispiel. Ja, Pizza schmeckt gut. Ja, ich weiß es. So eine schöne, leckere, große Pizza, so einen fetten Rand, innen schön, oh ja, wenn du es aufschneidest, so Käse. Oh mein Gott. Ja, die schmeckt lecker und dann noch eine richtig feurig scharfe Salami drauf. Alter, die ist so geil. Aber dieses Scheißding liefert, je nach Größe, je nach Belag, zwischen 1000 und 1300 Kalorien. Was sagt euch das? Das heißt, mit einer dieser leckeren Pizza kann man sein gesamtes Kaloriendefizit, was man durch Sport betrieben hat, vernichten.
Also das ist schon krass, oder? Also ich finde das krass. Deswegen, Freunde, denkt daran. Die höchste Potenz, Freunde, liegt im Bereich des Futterns. Und wenn du jetzt gerade zuguckst und denkst, da hat er ja schon recht. Du sagst, ich bräuchte echt mal eine fette Beratung. Also eine fette Beratung, dass du dein Gewicht los wirst, dass du sportlicher wirst, dass du dich ab 40 so mal richtig feiern kannst. Dann gehst du mal unten in die sogenannte auf Deutsch Videobeschreibung auf international. Video Description. Das ist ein Scheißwort, ich krieg's fast nicht raus. Ich habe das schon tausendmal geübt. Video Description. Geh da mal unten rein und dann wirst du da einen Link finden und da kannst du dich bewerben bei mir. Fürs Coaching. Und dann bist du vielleicht bald Kandidat bei mir in meiner Show. So, Freund, jetzt bist du dran. Jetzt liegt's an dir. Mach was draus. Bis bald. Gut.